Sekunde, Sekunde. Ich will erst die Verfluchten. So, Kai ist wieder da. Yay. Ich bin wieder da. Ich darf wieder Sachen machen. Gucken, wann die Konsole das nächste Mal abstürzt. Ich hoffe gar nicht mehr. So, also, Mama. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Hey, man, jetzt setz mich nach vorne. Aber ja, wie vielleicht auffällt, nach dem, was dann nochmal machen mussten, weil es ja nicht gespeichert hat, weil ich ja nicht gespeichert habe. Ich habe meine Rüstung wieder. Ich musste sie nicht einmal kaufen. Ja, ich glaube, Kai speichert direkt nochmal. Und dann tue ich jetzt was, was ich eigentlich getan hätte, wenn Kai sich die neue Rüstung kaufen gegangen wäre. Möchtest du nochmal links abbiegen und den Dungeon nochmal komplett verlassen? Weil wir müssen ja eine neue Rüstung kaufen. Ja, wir müssen eine neue Rüstung kaufen. Ich gehe los und kaufe eine neue Rüstung. Sekunde. Ich muss ihn komplett verlassen, ja? Ja. Ja, ja, du kommst, musst ja eh in den Zentralraum. Obwohl, dann kannst du dir eine Treppe sparen, ne? Ja. Jedes bisschen hilft. Eben, dann muss ich nicht wieder die 5 Bomben werfen. Es gilt nicht als Dungeon. Es hat keine Karte. Versuch war es wert. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, das ist nur meine Idee, aber dann fiel mir auch, nein, dieser Dungeon hat keine Karte und gilt somit für Favoris Donnersturm nicht als Dungeon. Soll sich nicht so anstellen. Genau, einmal bitte die Treppe rauf, weil wir sind ja leider von einem Schleim gefressen worden und haben unsere Rüstung verloren. Ja, Moment, ich bin unterwegs. Die Tragik. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann könnten wir ja hinter der Brücke links abbiegen. Komm ich zu der Fee? Eben, du kommst zur letzten Fee. Du hast die mega coolen Armschienen, die in der Lage sind, solche riesen Pfeiler einfach aus dem Boden zu reißen. Natürlich! Das ist sehr überzeugend! Oh ja! So, letzte Fee, tu dein Bestes! Juhu, ich will voll erwachsen werden und so. Das ist die letzte, die macht dich so erwachsen, wie es nur geht. Ja, wunderbar. Alles klar. Hervorragend. Ah, hallo, mein süßer Flucht. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Du ahnst gar nicht, dass du nur halb so gruselig bist wie die anderen. Sag effektiv Hallo zu 24 Herzen. Die Gegner fügen dir nur noch halb so viel Schaden zu. Halb so viel Schaden zu. Ja, ich besuche dich einfach wieder, wenn ich vom Kampf erschöpft bin. Ach, nix. Also, das ist auch immer der Moment, den ich sehr feiere, wenn ich das im Randomizer finde. Schön ist, wenn du sowas direkt am Anfang quasi als erstes findest. So dieses, du hast 3 Herzen.
Du hast nur noch halb so viel Schaden. Okay. Was ist mit denen, die dir sowieso nur ein Viertel abziehen? Ein Viertel kannst du nicht mehr reduzieren. Also das, was dir ein Viertel abzieht, wird dir auch weiterhin ein Viertel abziehen. Aber das, was dir sonst die Hälfte abzieht, zieht dir halt jetzt nur noch ein Viertel ab. Genau. Na denn, zwei sind's noch. Ich habe gerade gelernt, ich habe jetzt so wunderschöne Handschoner. Oh ja. Flucht, sei vorsichtig, das könnte jemanden verletzen. Könnte sich Onkel Ganondorf kurz dahin stellen? Los geht's. Aber auch die Eisfalle hat dir nur noch ein Dreiviertelherz abgezogen. Statt? Eineinhalb. Was ist nett von ihr? Navi, finde das unsichtbare Ding. Einfach mal alle besiegt, ohne hinzugucken im Prinzip. Sollte ich das nicht so machen? Naja, ich gucke mir die immer mit dem Auge der Wahrheit an, damit ich weiß, wo sie sind. Aber Navi hat mal ihren Job gemacht und gezielt. Ja, das hat sie. Ich meine, da war wieder ein Triforce auf dem Boden. Ich wollte gerade auch sagen, krasses Rätsel. Lichtsiegel. Du hast eine Minute. Was die können. Mhm. Wo habe ich denn noch einen? Ich würde sagen, eine Ecke weiter. Thank you.
Und dem Aufstehen nimmt er ihn mit. Natürlich. Guck mal, der Schuft hat einfach das Lichtsiegel schon mal ausgemacht. Ich erwarte eigentlich schon, dass es noch irgendwie da ist. Meinst du? Ein bisschen. Oder irgendwas anderes ist los. Ja gut, er hat den Raum weitergetan. Ich habe die Dinger jetzt nicht mitgenommen, weil ich dann durch gerade einen Fehler ausgelöst habe. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt! Ich bin da so ein bisschen, ja, vielleicht paranoid, aber... Ganz klein bisschen. Aber zu Recht. Da war es nur noch Feuer. Nur noch Feuer. Denn Gott sei Dank haben wir da gerade eine neue Rüstung für gekauft. Total, da haben wir so eine was von einer Rüstung für gekauft. Die erhöht sogar unsere Abwehrkraft. Ja. Das passiert, wenn du Vorzugskunde bist bei den Boronen. Hallo, ich habe tolle Handschuhe. Ich kann da lang. Flucht, wenn du das jetzt bitte nicht kaputt machen würdest, sondern einfach so rüberschmeißt, dass es da gut liegt. So wie da als Plattform? Genau. Hast du fein gemacht. Wie würde das jetzt eigentlich hier aussehen, wenn ich... Wenn du keine Rüstung habe. Dann würdest du eine gewisse Zeit lang. Also wenn es ein Timer. Ja, ja, das schon. Ich wollte eigentlich nur wissen, habe ich dann jetzt auch 23 Herzen? Nein, nein, da zählt ja tatsächlich deine Herzenanzahl für den Timer. So, einer fehlt noch. Da ist es. Interessante Route. Ich hab doch meine Stiefel. Schade, hätte klappen können. Ja. Aber gut, jetzt startest du da. Und der Rest des Raums war ja echt nicht so schwer. Nee. Oh, du Flasche. Nee, du Flucht. Du flüchtende Flasche.
passt schon. Feuer tut mir ja gerade nicht mehr so furchtbar viel. Sagen, hallo, greifst du bitte nach diesem wunderschönen, leichten Stein? Eben. Ist so ein süßes, kleines Kieselsteinchen. Genau. Das war jetzt zu kurz. Weil du schräg gesprungen bist. Na gut. Akzeptiere ich. Ausnahmsweise. Aber nur ausnahmsweise. Den schmeiße ich jetzt so 45 Grad hinter mich. So. Natürlich bin ich genau auf die Ecke gesprungen. Wohin auch sonst? Aber sterben kostet mich jetzt auch nur noch die Hälfte, oder? Ich glaube ja. Die sagen zwar gegnerische Angriffe, aber im Prinzip alles, was du entschieden hast, hier ist. Bis jetzt halt blöd. Hallo? Du darfst den auch hochheben! Also den habe ich. Den da drüben habe ich. Die beiden da hinten fehlen noch. Ja. Behauptest, zu weit weg zu sein. Ja. Dabei habe ich doch schon einen unglaublich langen Enterhaken jetzt bekommen. Ja, kannst du noch näher an die Kante gehen? Stimmt. Wenn ich die richtigen Knöpfe drücke. Nee, du musst das echt aus der Mitte schaffen. Frage. Nur um es mal zu probieren. Was passiert, wenn du mit den Gleitstiefeln da drauf springst? Das frage ich mich gerade, ob er dann registriert, dass du draufstehst. Auf den. Auf den Mittelblock, ja. Das macht es natürlich deutlich einfacher. Muss sich ja lohnen, dass ich die im Gepäck habe. Eben. Nein, ich stehe gar nicht auf diesem Steg. Ich schwebe so einen halben Zentimeter drüber. Natürlich.
1. Risiko. Ein bisschen. Jetzt komm ich, der schrägste Gurune. Hallo. Damit habe ich dann alle, oder? Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. Hi. Na gut, Neffe, du darfst in meinen Turm. Ah, das ist ja super. Komm rein. Lass mich schon mal ein bisschen netter Musik auflegen. Klar, mach das, mach das. Deine Tante ist auch da. Oh, sehr schön. Wie geht's meiner Tante? Keine Ahnung, die guckt ein bisschen betröppelt in ihrem Kristall. Ja, bist halt im Geheimraum, ne? Kannst du noch einen Fee holen. Du bist wieder rausgekommen. Ja, aber ich muss halt irgendwie eine Richtung finden. Ne? Ja. Ansonsten bin ich ja mit allem eigentlich gut ausgerüstet. Ja, du hast noch ein paar Pfeile. Du hast, ja gut, nicht so viele Bomben, aber... Ich hoffe einfach, ich komme auch ohne Bomben aus. Meinst du, ich meine, ich habe ansonsten doch noch die 19 Krabbeln. Krabbelbomben. Ja. Meins Onkel Gennendorf ist ohne Bomben besiegbar. Ich hoffe es einfach. Gut. Dann auf ins Innerste. Juhu, Onkelchen! Also ohne Anvisieren ging das, glaube ich, besser, Navi. Ich sag doch, ohne Anvisieren ging das besser. Ich habe noch ein paar alte Freunde von dir eingeladen. Das ist in Ordnung. Weißt du noch, als du die mit der Schildkröten-Taktik bekämpft hast? Halbwegs. Ich erinnere mich ganz grob. 7 Jahre ist es her. Warte, da ist noch ein Herz, das muss ich mitnehmen. Ja, da geht die Tür auf. Das freut mich. Voll für mich.
sich geklaut hat. Wir kommen offensichtlich näher. Und sie wieder beide zeitgleich besiegen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein zeitgleicher ist. Ne, der löst sich auf. Gut, dass der sich aufgelöst hat. Ja, aber ich glaube auch so wäre das zeitgleich, so gut wie das gerade lief, auch hingekommen. Ja, vermutlich. Oh, ich habe den Masterschlüssel. Endlich kann ich im Schloss ein- und ausgehen, wie es mir beliebt. Oh ja. Und in Onkel Gandorfs ganz privates Zimmer. Yay. Oh nein. Das ist wirklich so ein Fall von oh nein. Das tut weh. Ja. Diese Selbst halbiert immer noch 3 Herzen. Ihre Rüstung verloren, richtig? Ja. Ich kann mich gegen die nicht verteidigen? Nein, die Schläge sind zu stark. Hat nur eine Fee gekostet. Könnte man doch schon fast als gut bezeichnen. Ja. Und ich habe noch 7 von den Bomben übrig. Und ich würde sagen, alle Mini-Boss-Kammern durch. Ab jetzt geht's ans Eingemachte. Oh je, oh je, oh je. Wenn ich durch die Räume durch muss, jetzt sind die Miniboss aber weg, ja? Ich meine ja, weil sie waren ja als quasi als Rätsel für die Türen programmiert. Ja.
Könnte ich ja runtergehen, wenn du noch mal eine Fee holen. Ja, ja.